Freunde, wie lang ist es her, dass hier auf meinem Kanal mal wieder was zu Mois kommt? Ich erinnere mich noch gut zurück, wo es Tage gab, an denen ich mich eigentlich hätte dreiteilen müssen, damit ich mit dem Content über Mois hinterherkomme. Kagebunshin no Jutsu! Ich meine von der Zeit, wo das Ganze mit Asche begann. Da haben wir wirklich gute Klicks auf seinen Nacken gemacht, aber seitdem war es sehr, sehr ruhig um den Jungen. Er bringt Mainstream-Content, er macht genau das, was er früher prophezien hatte. Und das Geile an der ganzen Sache ist einfach, und das muss ich euch hier einfach Real Talk sagen, und das sage ich nicht, weil ich ihn persönlich kenne, sondern weil das halt eine Tatsache ist, er gibt übertrieben viel zurück. Schaut euch mal seine ganzen Videos an, wo er kleine Kinder zum Beispiel glücklich macht. Kinobesuch mit Community, iPods verschenken, das verschenken, dies verschenken. Also wirklich, er verschenkt im Jahr gefühlt 100.000 Euro, vielleicht sogar mehr. Und ja, er kann natürlich das Geld absetzen, weil das halt für die Produktion seiner Videos notwendig ist. Das heißt, er zahlt weniger Steuern bis keine Steuern. Wo ich mich einfach frage, warum die ganzen anderen großen YouTuber das nicht machen. Naja, dafür gibt es eine simple Antwort. Die stecken das Geld lieber in sich selbst rein. Kaufen sich eine fette Karre, dann noch eine fette Karre, dann teure Klamotten, teure Uhren, Schmuck, pipapo. Und das ist ein Punkt, den ich wirklich sehr, sehr, sehr an Mois schätze. Ja, er hat sich in vielerlei Hinsicht verändert, ob nun durch das Geld oder was auch immer, ist halt in meinen Augen menschlich, aber das Gleichgewicht ist irgendwo gehalten. Es ist nicht so, dass man sagen kann, oh, du bist nur noch Mainstream, oh, dich interessiert nur noch das Geld, du bist nur noch am Flexen mit deinen Gegenständen. Ja, bin auch kein Fan davon, aber ich kam halt auch noch nicht in den Genuss, halt mit diesen Gütern, die er hat, flexen zu können. Wer weiß, wie wir uns alle ändern würden. Also, solange man selbst nichts hat, ist es relativ einfach zu sagen, ey Bro, Geld ist mir nichts wert, scheiß auf dies, scheiß auf das, zieh ich einfach geschenkte T-Shirts an, ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wir gönnen uns das Video auf neutralen Hasen, bin mal gespannt, was da erzählt wird, let's go. Ich kenne Mois noch, als er seine ersten 2000 Abonnenten hatte, eine Zeit, wo er sogar sein Gesicht nicht gezeigt hatte und wo er noch keinen Autotune gefeiert hat. Okay, dass das kommt, hätte ich eigentlich auch erahnen können. Das ist einer der größten Kritikpunkte, den man immer wieder hört gegen Mois. Früher war er gegen Autotune und dann kam eine Zeit, dann hat er mit Autotune Geld verdient. Weil so, ja. Kannst du so sein, ich ertrag's nicht. Hab dir gesagt, mir geht's nicht gut, wenn du nicht da bist. Was? Relativ schnell kam auch der Erfolg und eine beachtliche Steigerung seiner Reichweite. So schnell so viele Abonnenten zu bekommen, haben sehr, sehr wenige YouTuber bisher geschafft. Ja. Wahrscheinlich lag es daran, dass er den Algorithmus von YouTube regelrecht hat, indem er über Jahre 2 Videos täglich gemacht hat. Woher die Zeit noch überhaupt zum Atmen? Es gab sogar Tage, da hat er 3 oder 4 Videos hochgeladen, zu absolut kranken Zeiten. Mit über 1,5 Millionen Abonnenten gehört er damit auch zu den größten YouTubern Deutschlands und ist auch in der Rap-Szene ein bekannter bunter Hund und ein Garant, damit Rapper Aufmerksamkeit bekommen und plötzlich sich in die Niere freiwillig boxen lassen, damit sie das ein... War das nicht ein Leberhaken? ...ein oder andere Album mehr verkaufen. Das war eine ungeplante Line, aber hatte mehr Inhalt als das ganze Album von Loredana. Aber trotzdem bin ich arm, während sie Stadien füllt. Ich hab Baguette in meinem Umschlag, aus für dich mach ich 100. Heute beleuchten wir mal die Vergangenheit und die Gegenwart von unserem tschetschenischen Katzenbruder Mois und schauen mal, wie sehr er sich ins Negative bzw. ins Positive verändert hat. Auch hier ein Disclaimer, da wieder Mehmets aus der 7B mich beleidigen werden wollen. Rest in peace, Gillette. Was auch völlig okay ist, weil ihr noch nicht legal in Shisha-Bars gehen dürft. Akzeptiert es oder tobt euch auf TikTok aus und beobachtet den peinlichen Versuch von 22-jährigen Alicias mit 0815 Tattoos, die sich selbst als ach so individuell und anders betrachten und versuchen in der Kommentarsektion Komplimente von Jungfrauen zu erhalten, damit sie ihr mickriges Ego ansatzweise aufrechterhalten und nicht von ihrem Liebeskummer aufgefressen werden, welchen ihnen Maler und Lackierer-Azubi Kevin aus dem Nachbarhaus zugefügt hat, weil er mit der Isabel mit Zahnspange fremdgegangen ist. Dafür liebe ich Ox. Seine Videos sind einfach geil aufgebaut. Da kann man nichts anderes zu sagen. Los geht's. Ist geil. Als ich das erste Mal auf Mois gestoßen bin, habe ich gerade selber mit YouTube angefangen. Und zu dieser Zeit gab es zahlreiche Rap-News-Formate, bevor noch die Adoptivschwester der Bild, Memo Rap-Check, entstand. Vielleicht...
Sagt durch Reportagen was. Klar, Billy. Tatsächlich hat der Typ über den Rap-Kosmos berichtet. Ja, hat er. Und das Lustige daran ist, ganz, ganz früher, ja, da war Reportagen minimals von der Abozahl kleiner als Mois. Ich erinnere mich noch dran. Da hatte ich so um die 700 Abos. Mois war bei 5000, Reportagen so bei 3000. Und da war unter jedem Video von Mois ein Kommentar von Reportagen und unter den Videos von Reportagen immer ein Kommentar von Mois angepinnt. Die haben sich so gegenseitig in der Kommentarsektion beliebäugelt. Später ging das ja auseinander mit den beiden. Man hat hier und da mal Disses gehört von Reportagen indirekt gegen Mois. War nicht mehr so schön, aber zu Beginn waren die so miteinander. Bevor er selber angefangen hat zu rappen und YouTuber zu dissen. Und wo wir beim Thema sind, wieso rappen eigentlich alle YouTuber auf einmal? Sogar Mr. Trashpack rappt. Mr. Trashpack. Okay, das wusste ich nicht, dass Mr. Trashpack rappt. Und ja, viele, viele YouTuber fangen an zu rappen, weil man damit einfach böse Geld verdient. Aber, jetzt kommt das ganz, ganz große Aber. Reportagen zähle ich nicht dazu, denn er ist von Grund auf eigentlich ein Rapper gewesen. Und man hört das ja allein an seinen Skills. Er rappt besser wie 99% der Rapper, die wir kennen, ja, die sich im Mainstream befinden. Ich bin der Auf jeden Fall, Reportagen war, bevor er mit Rap News angefangen hat, selber Rapper, hat Battle Rap etc. gemacht. Dann fing er mit YouTube an, hat Rap News gebracht, um Reichweite zu generieren. Naja, und als er die Reichweite hatte, hat er seine Leidenschaft fortgeführt. Und man hat gesehen, es hat geknallt. Meine Fresse ist so trocken, die Tattooen, nimm ich ja da gern. Boah, mich fuckt dieser Autotune-Sound ab, wa? Meine Fresse ist so trocken. Der Typ sieht übrigens aus wie TJ, nachdem er Crystal geraucht hat. Oh, es ist so dreckig hier. Ja. Zurück zum Thema. Neben Reportagen hat auch eben Mois, damals noch als Mois Kid bekannt, über Rap berichtet. Soweit ich mich erinnern kann, war sein erstes Video in den News über den legendären Kollegen-Auftritt, wo ein Zuhörer sowas von kassiert hat. Alter. Oh, sorry, das war Sade. Der hat anscheinend den Boden wischen wollen. Das ist der Fan, der den Zuhälter-Kick abbekommen hat. Da es eben eine zahlreiche Auswahl von Rap-News-Berichterstattern gab, die den Job eigentlich ganz seriös betrieben, war Mois aufgrund seines sehr außergewöhnlichen Akzents eher weniger dafür geeignet. Und ja, das war halt, der hatte früher eine ganz andere Art wie heute. Das ist auch das, was viele kritisieren. Aber jeder Mensch verändert sich. Schaut mal allein rein optisch, wie er damals aussah, wie er heute aussieht. Und das Umfeld von euch macht auch sehr, sehr viel aus. Wenn ihr zum Beispiel die ganze Zeit mit irgendwelchen Typen abhängt, die immer Arabisch reden oder Türkisch immer reden oder was weiß ich, dann adaptiert ihr das automatisch, ja? Und dann ändert euch auch eure eigene Aussprache, auch eure eigene Art. Es kommt halt immer darauf an, wie stark euer eigener Charakter ist und wie krass ihr von außen her beeinflusst werdet. Und seine News verwandelten sich eher in sarkastische Meinungsvideos über die Geschehnisse der Rap-Welt. Wo er sich fucking Farid Ziarak vorstellt und dran lutscht, als ob es sein letzter Tag wäre, wo er lutschen kann, Alter. Eins muss man neidlos zugeben. Der Junge war hungriger als Matt Stoney. Und nicht er war hungriger, er ist immer noch hungrig. Er bringt immer noch regelmäßig Content und das ist der Hauptgrund für mich dafür, immer und immer wieder zu sagen, dieser Junge ist krank, dieser Junge hat seinen Erfolg wirklich neidlos zugegeben verdient. Das ist nicht mehr normal. Wo ich mit ihm geredet habe, er hat mir sehr, sehr viel Privates damals anvertraut, zu der Zeit, bevor alles anfing zu eskalieren, ja, hier mit den ganzen Rappern, er war ja auseinandermäßig mit Kollegen, er hatte Beef mit jedem, der ihm am Anfang geholfen hatte, hochzukommen, ne, er hat sich ja mit Rappern getroffen, ob nun ein San Diego, Kollege, was weiß ich wer alles, und so fing sein Erfolg an, richtig zu explodieren, er hatte so um die 100.000 Abos und durch diese ständige Kontakte mit diesen Rappern, fing der halt an zu wachsen und natürlich auch durch seine harte Arbeit, die er geleistet hat, und dann ging das in die Brüche, die Leute haben das nicht mitgekriegt. Es gab hier und da Spekulationen und er hat mir da im Privaten erzählt, was so alles abgeht. Mittlerweile jetzt, wo alles raus ist, es ist jetzt auch 2 Jahre oder 2,5 Jahre her, wo er mir das gesagt hatte, kann man das ja sagen. Er hatte mir das da alles gespoilert. Ich wusste schon Bescheid und 9 oder 10 Monate später oder sogar 1 Jahr später kam erst alles raus. Da ist die Bombe geplatzt und da habe ich direkt gemerkt, der Junge ist erstens gerade sehr vertrauenswürdig, beziehungsweise er vertraut anderen, nicht er ist, doch er ist auch sehr vertrauenswürdig. Die Sachen, die ich ihm erzählt habe, hat er auch für
sich behalten. Und ohne dass wir uns kannten, das war ja das erste Treffen von uns, ohne dass wir uns kannten, hat er mir halt solche Sachen anvertraut, die ich hätte direkt am selben Tag in dem Video veröffentlichen können und dann, boom, wär meine Klickzahl zum Beispiel in die Höhe geschossen. Habe ich halt nicht gemacht, aber nur damit ihr versteht. Ich habe dort gemerkt, seine Seele ist sauber, er ist ein gerader Typ, weil solange ihr offen gegenüber anderen seid und denen vertraut, zeigt es, dass man euch auch quasi vertrauen kann. So, das denke ich mir. Droppt ein Video nach dem anderen. Pro Tag waren es 2 bis 3 Stück. Ich wiederhole, pro Tag. Natürlich belohnt YouTube so ein Vorgehen und küsst natürlich damit die tschetschenische Eichel, was so viel heißt wie, sie gaben ihm das goldene Ticket. Das heißt, seine Videos wurden viel öfter vorgeschlagen, er hat viel mehr Abonnenten bekommen und so weiter und so fort. Während andere YouTuber rummäulen, weil sie pro Woche 2 Videos rausbringen müssen, er... Ox ist auch einer von denen, der vielleicht einmal die Woche ein Video hochlädt. Ich gehöre dazu. Brachte Mois Videos wie am Fließband. Nachdem Mois weiterhin über den Rap-Kosmos berichtete, näherten sich ihm berühmte Rapper an und sahen in ihm ein gewisses Potenzial. Potenzial, Promo auf seinen Nacken zu produzieren. Da müsst ihr euch überlegen, er ging zu diesen Events, war der Kameramann von denen. Das müsst ihr mal überlegen. Ja, ihr müsst das mal auf der Zunge zergehen lassen. Er ist vom Tellerwäscher quasi aufgestiegen zum Chef des ganzen Ladens. Am Ende haben alle bei ihm geblowt. Er hat sich da Reichweite geholt, da von dem Rapper Reichweite geholt, da. Am Ende war er das Monopol. Und ihr habt wirklich gesehen, jeder, also fast jeder, hat versucht dann von dieser Reichweite zu profitieren. Und er hat das natürlich auch ausgenutzt. Hat mit denen irgendwelche Formate gemacht, um halt auch sein Brot zu verdienen, um noch erfolgreicher zu werden und um die Zuschauer zu unterhalten. Ich fand's geil, das ganze Konzept, was er durchgesetzt hat und das Durchsetzungsvermögen, was er an Tag gebracht hat. Da ich das Ganze damals krass verfolgt habe, weiß ich, dass San Diego in sein Kommentarfeld kommentiert hatte, weil Mois halt viel über ihn berichtete und Witze über ihn machte. Also Kinder, was lernen wir draus? Macht Witze über euren Lieblingsrapper, damit ihr Freunde werdet und lasst euch so ein Bart wachsen. Auch abfällig berichtete er über die KMN-Gang, weil sie Autotune nutzten. Wenn der Text und das alles aus 95% Anglizismen und Wallah, ja, welcome! Moment, da war doch was. Детка, как дела? Все, что было, ты забыла, как дела? Genau solche Widersprüche brachten ihm ordentliche Hatewellen. Was auch irgendwie verständlich ist. Klar können sich Meinungen und Geschmäcker ändern, aber das ist so, als ob Unge jahrelang Veganer ist, danach sich eine Sujuk Deep Throat nimmt. Er hat damals Autotune und auch YouTuber, die gerappt haben, verteufelt. Das ist etwas, was man wirklich kritisieren kann. Aber jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, was ich selber jetzt an mir gemerkt habe. Ich habe früher dicke Leute gehasst. Wirklich, wortwörtlich gehasst. Ich konnte nicht verstehen, wie man sich so gehen lassen kann. Früher war ich komplett durchtrainiert. Ich war so ein Typ, der hat immer darauf geachtet, wie viel Prozent Fett habe ich gerade in meinem Körper. Wie ist der Anteil? 7%, 8%, 9%, so kranke Zahlen, ja? Wenn ich über, sage ich mal, wenn eine bestimmte Grenze überschritten wurde, dann habe ich mich abgefuckt über mich selbst. Ich habe jeden Tag trainiert. Ich war wirklich am Limit. Und heute? Ich esse die ganze Zeit Dickmanns, Schokolade hier, ich achte null auf Ernährung, trainiere kaum. Ich bin das komplette Gegenteil geworden. Mich juckt das nicht. Sei doch dick, wenn du willst. Ich habe so viele Jahre meines Lebens verschwendet, indem ich, selbst wenn wir rausgegangen sind, mein eigenes Drecksessen mitgenommen habe. Ekelhaftes Essen, was ich jeden Tag gegessen habe. Jeder dieser Tage war eine Verschwendung, war ein verschwendeter Tag. Wofür? Um irgendwelchen Kachis da draußen zu gefallen. Ja, viele Frauen standen auf mich, aber das waren fast alles nur Kachis. So, damit ihr nur versteht, jeder Mensch kann sich irgendwo ändern. Jeder widerspricht sich irgendwo mal. Und wurde schließlich selber zu einem rappenden Autotune-YouTuber. Ach, das kann man sich nicht ausdenken. Nachdem Mois Bekanntheit immer weiter stieg, stiegen auch seine vermeintlichen Freunde. Immer wieder eine traurige Erkenntnis. Sobald man relevant ist, will jeder dein bester Freund sein. Aber wehe, du wagst es jemals, keine Klicks mehr zu bringen. Dann nämlich lassen sie dich hängen, wie die Hoden von Rentnern. Okay, komischer Vergleich, der mich heute in meinen Träumen verfolgen wird. Er hatte mit Kollegen sogar eine Streaming-Reihe, die gefühlt nur 2 Monate durchgezogen wurde und das zufälligerweise in der Promophase zum Buch von Kollegen stattfand. Ach, Zufälle gibt's. Danach folgte wahrscheinlich das Highlight seines Schaffens, das Format Nice or Scheiß mit Manuelsen, welches ich mir vielleicht insgesamt 3-mal gegeben habe, mittlerweile aber nur laufen lassen, damit ich zu Hause keine Filme schiebe, wenn mal eine Flasche auf den Boden fällt und ich denke, dass ich Geister zu Hause habe. Ihr kennt doch diesen Film, oder? Und ich habe das Gefühl, dass sie das Ganze nicht mehr mit Herz machen, sondern sich teils sogar richtig dabei langweilen. Langsam aber sicher wandte sich auch ein Mois von Rap News ab, wahrscheinlich begründet damit, dass er zu viel Freundschaften innerhalb der Deutschrap-Szene hegt. Das Ding ist, mit
Rap-News generierst du sehr, sehr viele Klicks, zumindest zu der Zeit. Da gab es einen Skandal nach dem anderen. Die Leute wollten wissen, was da abgeht, aber nicht so auf dieses stupide, normale runtergerattert, sondern mit bisschen Witz, Humor, Sarkasmus, halt so, wie er das gemacht hat. Und das schlug halt ein wie eine Bombe. Die Leute haben es gefeiert. Irgendwann war das nicht mehr so und er hatte schon genug Reichweite generiert und konnte das machen, worauf er Bock hat. Challenges und so weiter und so fort. Er lässt sich da sehr stark von amerikanischen YouTubern inspirieren. Er ist ja quasi der Mr. Beast in Deutschland. Vergleicht mal deren Kanäle miteinander. Er ist 1:1 Mr. Beast quasi. Oder damals war er PewDiePie. Das gibt er auch selber offen zu. Die waren seine Vorbilder gewesen. Er guckt sich ja selber im Privaten nur, sag ich mal, zu 90% amerikanische YouTuber an. Amerikanische YouTube-Videos. Er lässt sich ja permanent von denen inspirieren und setzt das Ganze in Deutschland um und es hat irgendwann geklappt. Er konnte damit Fuß fassen. Er bringt halt werbetauglichen Content hoch und verdient sich damit dumm und dämlich. Gönnen wir ihm das? Natürlich, weil er hat sich dafür den Arsch aufgerissen. Ihr denkt, das wäre alles so einfach. Ist es nicht. Und Fingern, naja, irgendwelche 0-15 Challenges zu machen. Ab da habe ich auch aufgehört, ihn wirklich zu verfolgen. War halt mehr zu glatt gebügelter Content, wo es mir vorkam, als ob die Rapper sich da zwingen mitzumachen, um die nächste Miete zahlen zu können. In dem Punkt stimme ich Oxcard zu 100% zu. Dieses Gefühl habe ich auch immer gehabt, aber Mois hat das gemacht, worauf er Bock hat. Ich hätte auch Bock, so einen Content zu bringen und mache es auch auf meinem Hauptkanal. Ich habe früher mir gedacht, ja, Bro, Ansagen sind schon geil, die machen Spaß, aber irgendwann geht dir das auch auf den Sack. Deswegen seht ihr bei mir so gut wie keine Ansagen mehr. Auf meinem Hauptkanal lade ich nur noch Vlogs hoch oder Themen, auf die ich selbst persönlich wirklich Bock habe. Ja, der Kanal ist dadurch auch teilweise gestorben, aber mir ist das egal. Ich mache weiter. Ich ziehe da weiter durch, weil ich ja irgendwann auch das machen will, worauf ich Bock habe. Und nicht mich irgendwann gezwungen fühlen muss, weiterhin Ansagen hochzuladen, damit die Klicks stimmen. Ja, am Anfang haben mir Ansagen Bock gemacht, sobald es anfing, mir keinen Bock mehr zu machen, sobald es anfing, zu einer Art Zwang zu werden, habe ich einfach aufgehört damit. Kein Bock gehabt. Und er dachte sich, ich habe keinen Bock darauf, hat damit aufgehört und es hat einfach geklappt. Mit dem neuen Style und Content, den er halt liebt und gerne machen will. Ist doch schön. Generell muss man sagen, dass Mois sich auch charakterlich sehr verändert hat. Welchen Einfluss die Monetarisierung, das Alter und seine Kinder dabei hatten, weiß nur er selbst. Einen riesen Einfluss. Er ist das beste Beispiel dafür, was passiert, wenn ein Mensch von 0 auf 100 gelangt. Wenn ihr nichts hattet, war bei mir ja ähnlich. Wir kamen als Flüchtlinge hierhin. Wir haben nichts gehabt. Mein Vater hat sich Stück für Stück hochgearbeitet und im Endeffekt sage ich euch, wie es ist. Man kann bis zu einem gewissen Punkt standhaft bleiben. Wenn man ein bisschen mehr Geld hat, ist es klar. Und ich rede jetzt nicht von YouTube oder so. Bei meinem Vater war das halt so. Wir haben am Anfang nichts gehabt, haben sehr bescheiden gelebt. Er hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht, ist das Risiko eingegangen, hat sehr, sehr viel Geld verdient, wovon ich natürlich auch jetzt profitiere und meine Brüder und die ganze Familie so sehr gut verdient. Und natürlich ändern sich dann auch die Standards. Ja, man kauft sich dann eine fette Karre, man kauft sich hier ein Haus, man kauft sich da ein Haus, man kauft sich hier ein Ferienhaus, wo wir jetzt mittlerweile drin leben, meine Frau, meine Tochter und ich. So ist halt so. Man ändert sich auch, man zieht auch schönere Klamotten an, man zieht auch mal eine fette Uhr an. Also ich rede jetzt wie immer noch von meinem Vater, ne? Warum nicht? Sei ihm doch gegönnt. Der Unterschied bei Mois ist, er macht das alles, gibt damit auch an, was ich absolut nicht feiere. So dieses ständige, oh, ich habe eine geile Uhr, ich habe eine Flex. Ja, er hat dafür gut gearbeitet und so. Aber was das Ganze nochmal wettmacht, ist, er gibt auch sehr, sehr viel zurück. Was zum Beispiel viele andere große YouTuber, die sich auch dumm und dämlich verdienen, nicht machen. Ey, ihr könnt das doch absetzen. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Gibt es doch euren Zuschauern, dann steht ihr als Ehrenmann da. Plus müsst dieses Geld nicht an Steuern abgeben. Das heißt, das ist quasi eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Naja, nicht ganz fürs Finanzamt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Von daher ist okay, kann man machen. Es gehört allerdings auch dazu, dass man sich im Laufe des Lebens ändert. Wo wir beim Thema Geld sind, finde ich auch, dass der Mois damit zu viel rumprallt. Jemand, der damals Deep Talks darüber gehalten hat, dass Materialismus keine Rolle im Leben spielen sollte, nun aber ständig damit prahlt, wie viel Kohle er mit YouTube macht, ist eine klare negative Entwicklung. Zu 100%. Er sagt ja auch selber, Leute, nehmt euch kein Beispiel an mir. So, aber Bruder, du bist in der Öffentlichkeit, die nehmen sich ein Beispiel an dir. Auch die Tatsache mit, dass er verheimlicht hatte, dass er kifft. Auch mit dem Job damals. Er hat in vielen, vielen Punkten gelogen. Ob es nun seine Größe war, wo er in dem Video meinte, er wäre 1,82 Meter oder so. Und dann sieht man auf einmal, nein, der ist 1,72 Meter so mäßig. Oder hier auch, er nimmt keine Drogen, er wäre halal, bla bla bla, dies, das. Mit dem Job hatte er gelogen und noch in vielen anderen Punkten. Aber
aber das sind halt, denke ich mal, notwendige Lügen, um irgendwo am Anfang, wo sich noch niemand für dich interessiert, ein wenig an Relevanz dazu zu erlangen. So kann ich mir das bei ihm nur vorstellen. Aber in diesem Punkt stimme ich Oxcar zu 100% zu. Das ist so ein Ding, Bro, muss nicht sein. Wen willst du damit verarschen? Oder was willst du damit bezwecken? Dass die Leute motiviert werden, auch von 0 auf 100 zu gelangen durch harte Arbeit wie du? Dann kriegen die auch sowas? Ja, wenn es so ist, dann ist das gut, dann mach das. Aber ich sehe das halt nicht so. Ich sehe es eher so mäßig, guck mal, was ich habe, was ihr nicht habt oder so. Keine Ahnung, wie man das einordnen soll. Aber zu 100%, zu 1000% ist das, was er da macht, wenn er angibt, viel, viel besser, wie wenn irgendwelche Rapper mit Dreck ihr Geld verdienen und dann damit angeben, ey, guck mal, ich habe durch schlechte Wertevermittlung das hier mir gönnen können und ein neues Auto. Und noch schlimmer ist es bei Drogendealern und Kriminellen. Und das beobachte ich jedes Mal bei Menschen und hasse es wie die Pest. Gerade von Leuten, die aus der Scheiße kommen und wissen, wie es ist, ohne finanzielle Mittel zu sein, sollten sich doch bedeckt halten. Eins muss man der deutschen Kultur zugutehalten. Über Geld redet man nicht. Und ich finde das gut so. Vor allem gibt man damit nicht an. Wisst ihr, das ist halt wieder so eine Charaktersache. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist Stefan Raab. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt. Der Typ hat so viel Geld verdient. So viel Geld. Ihr wisst nicht, wie seine Frau aussieht. Ihr kennt seine Familie nicht. Ihr wisst nicht, wie er privat lebt. Und er hat nie, also ich habe es nicht mitgekriegt, mit irgendeinem Besitztum angegeben. Er hat sein Ding durchgezogen, er war der bekannteste Entertainer Deutschlands, der beliebteste, aber wir wissen von ihm privat gar nichts. Ich denke immer noch, der fährt mit einem Opel Corsa herum. So war er auch angezogen. Das zeigt, dieser Typ hat Charakter gehabt, dieser Typ war stabil. Aber die meisten, sagen wir mal 99% der Menschen, die wirklich halt von null anfangen, und Stefan Raab war halt nur Metzger, er hat eine Metzgerausbildung gemacht, hat nicht wirklich viel Geld verdient, aber die meisten, die von null anfangen, wirklich nichts haben und auf einmal an Erfolg kommen, ändern sich halt. Das ist die Natur des Menschen. Oder habt ihr die Aldi-Brüder dabei gesehen, wie sie bei Insta ein Bild posten, wo sie mit Alena Campari im Lambo sitzen und eine Fake-Beziehung vortäuschen, damit sie Aufmerksamkeit von 12-jährigen pubertierenden Eriks bekommen? Rein theoretisch wird's schon hier ballern mit mir, oder? Also bitte, liebe Influencer, gebt nicht mit eurem Geld an, gibt es mir. Generell ziehen solche Aktionen natürlich viel Auge mit sich. Daher vielleicht auch die Entführung und der Diebstahl von seinen angeblichen Freunden. Viel Geld und Erfolg zieht auch leider viele falsche Mücken an. Wann schenken das endlich die Leute? Guckt ihr keine Dokus von Tupac an? In Amerika werden jährlich mehrere Rapper erschossen, weil die mehr flexen als ich mit meinem Hund, der eine Karotte isst. Schlussendlich muss ich sagen, ich glaube dennoch, dass Mois eine gute Seele ist und schau mir gerne immer noch seine Real Talks an. Wie findet ihr die Entwicklung von Mois? Schreibt es mal in die Kommentare, damit der Algorithmus endlich mal aus dem Tiefschlaf erwacht und endlich ich bisschen Geld mit der Scheiße verdiene. Er ist wie immer unten verlinkt in der Videobeschreibung, Freunde. Ich habe euch ja gesagt, ich werde jetzt des Öfteren auf diesen Bruder reagieren. Er stand wie eine Wand hinter mir. Also was heißt hinter mir? Eigentlich stand ich wie eine Wand hinter ihm und Stimme der Straße, als die Beef hatten mit Jan Kaviar. Ist ein guter Junge. Ich gönne ihm den Erfolg. Ich hoffe, seine Klicks gehen noch weiter hoch. Ich habe gesehen, seine Klicks sind schon hochgegangen. Ich hoffe, die gehen noch weiter hoch. Mazdak Army, ihr wisst Bescheid. Ich küsse auch jedem Einzelnen sein Herz, der mich unterstützt. Obwohl YouTube mir gerade wieder einen Stein nach dem anderen in den Weg legt. Und abschließend möchte ich euch nur noch eine ganz, ganz wichtige Sache sagen. Es gibt Menschen, die ändern sich. Jeder von uns ändert sich. Es kommt immer nur darauf an, wie viele Leute achten darauf. Wie viele Leute werfen ein Auge auf diesen Menschen. Mois ist übertrieben bekannt. Sehr, sehr viele Leute werfen ein Auge auf ihn und beobachten ihn ganz genau. Natürlich hat er einen kompletten Wandel gemacht. Genauso wie ich euch gerade erzählt habe, dass ich einen kompletten Wandel gemacht habe. Bei mir fing das alles an. Bin Papa geworden. Die Kleine von mir kam zur Welt. Mein Weltbild hat sich komplett geändert. Nicht mehr ich war Priorität Nummer 1. Und diese Mentalität von wegen, ja Bro, mir reicht auch ein Toastbrot am Tag. Nein, ihr habt Verantwortung. Ihr müsst für einen Menschen sorgen, der euch wichtiger ist als ihr selbst. Und dafür muss man sich halt auch mal anstrengen. Dafür muss man auch mal ackern. Und dafür ändert man sich auch mal gerne. Aber diese Veränderung fällt zum Beispiel bei dir nicht auf. Bei dir, okay, bei dir fällt es vielleicht auf, aber bei dir und dir fällt es halt nicht auf, weil du nicht so krass in der Öffentlichkeit stehst. Aber die ist da. Packt euch mal an die eigene Nase. Jeder von uns verändert sich, ob nun zum Positiven oder Negativen. Das ist etwas, was wir nicht ändern können. Und bei Mois fällt uns das halt extrem krass auf. Warum?
weil er halt so krass in der Öffentlichkeit steht. Es sind einfach über 1 Million Augen, die genau auf ihn achten. Die Veränderung seht ihr nicht nur bei ihm, sondern bei ganz, ganz vielen anderen Leuten. Was aber nicht heißen soll, dass es keine Menschen da draußen gibt, die sich halt nicht ändern lassen. Und Props und Liebe geht raus genau an diese Menschen. Denkt ihr daran, eure Meinung in Form eines Kommentares unten reinzuschreiben. Ich werde mir jeden einzelnen Kommentar durchlesen. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bis dann und ciao!